Aber sind Sie doch froh, dass es das Tödliche gibt. Dann machen Sie die Probe aufs Gegenteil. Was wäre, wenn Sie unsterblich wären, wenn es das Tod nicht gäbe? Es gäbe nicht zum Beispiel diesen Augenblick, den Sie festzuhalten versuchen, obwohl er aus nichts anderem besteht als dem kontinuierlichen Auslöschungsprozesses, dem Hindurchbewegen des einen Bildes durch das andere. Sie gönnten den Augenblick zum Beispiel ihrer Existenzwahrnehmung des eigenen Körpers gar nicht wahrnehmen, wenn es nicht jener Moment wäre zwischen dem zukünftigen und dem vergangenen bereits immer wieder, dass sie festzuhalten versuchen, aber das nur weil es entgleitet, das augenblicksmomenthafte Festhalten versucht. Sie könnten gar nicht verspüren oder ahnen, dass sie in diesem Moment immer noch da und existent sind, wenn es nicht die Sicherheit gäbe, dass es damit bald ein Ende haben würde zwischen einem vorherigen und einem ankommenden. Machen Sie die Probe auf all die Dinge, die logischerweise, unvermeidlicherweise, notwendigerweise gar nicht existieren könnten, wenn es das Tödliche nicht gäbe. Als Erlösungshorizont, dass es irgendwann einmal damit Schluss ist, denn wenn nicht, wäre das ja schließlich die Hölle der Redundanzen eines nicht aufhören könnenden und nicht sich fortbewegenden und nicht sich entwickelnden. Es gibt Tiere, die praktisch ewig leben können oder könnten, wenn sie nicht durch physikalische Ursachen zerstört werden, die sich immer wieder regenerieren, Quallenarten zum Beispiel. Aber die entwickeln, weil da kein Entsetzen des Tödlichen, kein Kontrastpunkt, als Glücksschimmer am Horizont des Schönsten und deshalb des Schrecklichsten, weil man es behalten möchte, aber nie behalten kann, auftaucht, die also kein Bewusstsein entwickeln von sich selbst und auch keine Entwicklungsmöglichkeit in dem Mimikry-Hochrüstungswettkampf. Einfach gar kein Interesse daran entwickeln, sich fortzuentwickeln oder fortzuverwickeln, emanativ, nicht evolutionär. Heute Nacht der Traum, die Probe aufs Gegenteil, was wäre, wenn man nicht sterblich wäre? Die ganze Stoffsammlung, die da in diesem immens ausgedehnten Geist sein Rhizom, sein unendlich ausgebreitetes Geflecht
der Verbindungen alles mit allem ausbreitet. Keine Begegnung, keine Bewegung, keine Zeit, kein Raum, kein Körper, der schläft im Traumschlaf. Kein Körper, der schläft im Tagtraum. Keine durch Schönheits- und Glückshormone verklärte, verjubilierte, beleuchtete bis erleuchtete, durch Tunnelungsexperimente, grundsätzlich nicht jene Apparatur, die das ganze Elend und die ganze Glorie dieses von sich selbst abgespaltenen Schizospaltwegens Wesens ausmacht, der ja weiß, dass er davon weiß, dass diese Existenz da ist. Aber nur da ist in dem Modus des Tödlichen, des kontinuierlich immer sich sofort entziehenden, als der Augenblick und nicht der Augenstand, als der Augenblinzelblick zwischen zwei Momenten, die nur dadurch den Film erzeugen, die Bewegung in den Bildchen, durch Veränderung der Bildchen erzeugen, indem das gerade hereingekommene durch das nächstnachfolgende wieder ersetzt, ausgelöscht wird. Sodass also dieses masochistische Selbstauslöschungsprojekt von alles in allem, von allem gewordenen, bedingt gewordenen Sein, das wert ist, zugrunde geht, die Voraussetzung für alles Werden, für alle Bildhaftigkeit, für allen Film, für alles Bewusstsein, ist unserer, dem Bewusstsein als Bewusstsein darauf, dass dem so ist. Sind Sie doch froh, dass es diese zwar nicht Enderlösung, aber diese Ablösung, diesen determinierten Termin gibt des Endes der Analyse, damit Sie endlich von der Zeit des allmählichen Begreifens zum Zeitpunkt, zum Augenblickspunkt des Schließens gelangen. Nämlich jenes Schlusses, worauf es ankam, ankommt, ohne Tränen, keine Freuden, keine Freude ohne Tränen, keine Lust ohne Schmerz. Aber sind Sie doch froh, also, dass dieses Bewusstsein, das allein Sie haben, Ihnen dieses tödliche Aufklaffen anzeigt, dass die Unvermeidlichkeit, die alles erleben, wieder auslöscht, die alles ungeschehen macht, verunsinnigt, denn wenn dem nicht so wäre, wäre das ja alles gar nicht da gewesen. Es ist nur vor dem Prospektiv dieser Endgrenze da, vor dem Prospektiv dieses abgekoppelten Begehren der Unmöglichkeiten der Drittveränderungsaufspreizungen, die als der erste Tod, das erste Tödliche, das erste Undenkbare, das erste Unglaubliche
das niemals Akzeptierbare, nämlich das Weichfleischliche mit seinen spezifisch unmöglich aufgespreizten, unstillbaren Funktionen, aufklaffte, an dessen Protestgrenze sich das Bewusstsein als das erste Tödlichkeitserfahrung des Auswurfs. Dagegen stemmte, dagegen strampelte und sich zu Tode schrie. Und seither lebt man in der Spanne von diesem ersten Tod bis zum endgültigen Tod und zahlt um den Preis eines symbolischen Tröstungsring, der alle Realität verunwirklicht, der alles Sein im Traum, im Schlaf verunwirklicht, im Tagtraum, als Traum in einem Traum verunwirklicht und sogar in den Aufklaffungsexerzitien verzückt, verkleistert. Zum Glück, denn sonst ließe das nicht sich ertragen. Dieses ultimative Reale des Tödlichen, das das Ursexuelle ist. Die ursexuelle Aufrissfunktion des Rissluftspalts, der immer durch noch mehr Anstrengung, durch noch mehr Mehrwert, durch noch mehr Leistung und Arbeitsanstrengung sich aufzufüllen versucht, aber es nicht gelingt. Aber ohne all dieses, ohne das Ansichtigwerden dieses Entsetzlichsten, das zugleich das Schönste, das Lebendigste, das Weichfleischlichste, das Entsetzlichste, das Schleimigste, das Tödlichste, das Glibbrigste, das Unsäglichste ist, gäbe es gar keine Wahrnehmung von Existenz und von Sein, wenigstens Nährungsweise. Mal schauen, ob ich dieses UFO am Horizont einfangen kann. Ist nur ein fliegender Holländer oder so etwas Ähnliches. Punkt, Punkt, Punkt.